Hallo meine Lieben, heute machen wir Sauerkrautsuppe. Und eine Sauerkrautsuppe ist nicht nur an kalten Tagen sehr gut. Sie schmeckt zum Beispiel auch im Sommer voll erfrischend. Und Sauerkrautsuppe ist total gesund, ist für den Magen gut, ist bekömmlich, ist gut für die Verdauung und ist reich an Probiotics. Ich habe da ein paar Knoblauchzecherl, die will ich anschwitzen. Und eine kleine rote Zwiebel gebe ich da gleich dazu. Lass ich auch gleich glasig anschwitzen. Und beim Sauerkraut könnt ihr entweder Sauerkraut aus dem Glas oder aus dem Sackerl nehmen. Ihr könnt aber auch selber gemacht Sauerkraut verwenden. Also es ist ganz wurscht, aber es ist das Sauerkraut aus dem Sackerl, aus dem Discounter ist genauso perfekt dafür. Ich habe heute zum Beispiel ein Sauerkraut aus dem Sackerl, weil ich das von einer Freundin zugeschickt gekriegt habe. Bei uns ist das schwierig zum Kriegen, wir müssen unser Sauerkraut meistens selber machen. Und freue mich oft, wenn ich einmal, wenn man wer eins mitnimmt oder so. Aber in dieser Zeit ist mein Mitnehmen mit Corona nicht so einfach. Dann habe ich da einen Apfel. Ich habe einen Pink Lady Apfel, so einen süß-säuerlichen. Und dann auch gleich dazu. Ihr könnt natürlich wieder andere Früchte auch nehmen. Ihr könnt jetzt eine Birne nehmen, eine Guave, eine säuerliche Mango, jede säuerliche Frucht. Ihr könnt jetzt aber auch ein paar, also eine Handvoll Goji-Beeren oder eine Handvoll gelbe Rosinen rein tun. Kernlose Weintrauben passen auch gut. Ja. Ich stehe halt so auf Äpfel da drinnen, ich finde das harmoniert ganz gut. Dann habe ich noch ca. 1 Kilo Kartoffeln. Die habe ich nur geschält und klein geschnitten. Dann habe ich da ein bisschen Koriander und Liebstöckel. Ihr könnt zwar wieder irgendwelche Kräuter verwenden. Ihr könnt auch getrocknete Kräuter nehmen. Ich gebe eh nur ein bisschen Oregano dazu. Der passt auch ganz gut rein. Das ist aber nicht so Oregano. Der Pimmel, aber den mag ich auch eher. Bisschen Kümmel ganz dann noch dazu, so einen halben Teelöffel. So, da ist mein Würfel, damit sich das vom Boden löst. Mit dem, dass da jetzt die Gewürze und Kräuter auch noch ein bisschen angeröstet werden. Und dann kommt schon Sauerkraut dazu. Das habe ich direkt so mitsamt dem Saft aus der Packung. Und genauso kommt es da rein. Ihr könnt jetzt das, je nachdem, wenn es recht groß geschnitten ist, also recht lange Krautfäden sind, dann könnt ihr es ein bisschen klein hacken. Meins war eh relativ klein. Dann ist das schön in Ordnung. Das wird jetzt auch ordentlich untergerührt und eben ganz wichtig mit der Flüssigkeit. Wenn ihr jetzt Flüssigkeit aber lieber trinken wollt, weil ihr sagt, das ist euch ein Ritual, wenn ihr Sauerkraut macht und ihr trinkt es dann am nächsten Tag in der Früh, dann nehmt ihr halt ein bisschen mehr Suppe dann. Ist ja auch wurscht. Aber ich habe eigentlich die Flüssigkeit recht gern drinnen.
Und sonst dazu einen Spritzer Essig dazu, einen Kombucha-Essig oder irgend so einen probiotischen Essig, Apfelessig. Dann tue ich da ein paar Tropfen vom Liquid Smoke rein. Kann ruhig ordentlich sein. Weil früher habe ich zum Beispiel die Sauerkrautsuppen gern mit ein bisschen Speck gemacht, also mit einem Bacon. Und den Geschmack wollen wir da jetzt ein bisschen nachbauen. Rein theoretisch kann man auch noch ein bisschen ein bisschen geräucherten Paprika dazugeben. Das sorgt auch noch für ein bisschen so einen fleischigen Umami-Geschmack, wer das mag. Eben wie gesagt, wir waren ja früher Fleischesser und haben ja Fleisch wirklich gern gegessen. Es ist ja nicht so, dass uns Kraus davor. Oder gekraust hat. Gekraust hat. Grausen tut uns, wie man mit der Massentierhaltung umgeht. Wie die Viecher eben abgeschlacht werden. Mir graust enorm von Eier. Man darf eh gar nicht sagen, wie ich Eier nenne. Hühnermenstruation. Aber der Geschmack von Fleisch und von dem Ganzen war mir nie unangenehm. Also ich war wirklich ein überzeugter Fleischesser. Und wenn jetzt irgendwas enorm nach Fleisch schmeckt, kann ich nicht sagen, dass es mich anwidert. Mich schreckt es zwar, weil ich Angst habe, dass es wirklich Fleisch ist, dass sie irgendwer verdauen hat. Aber. So, und dann gieße ich das mit einem guten Liter Gemüsebrühe auf. Ich habe da jetzt einfach Suppenpulver genommen. Ich glaube, mir dann aber da nur ein bisschen Wasser dazu, glaubst du nicht? Definitiv, ja. Ja. Ich glaube, dass wir da nur einmal einen Liter dazu da können, auf die Menge. Ja, das mache ich dann gleich. Aber das lassen wir jetzt sowieso gut 20 Minuten kochen und dann melde ich mich wieder bei euch. Also, ciao dabei. So, lala. Super Lisoche eingekocht. Wir haben jetzt nur einmal ein bisschen Wasser dazugegeben, weil es eben ziemlich einreduziert hat. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil unsere Kartoffeln heute nicht so schnell gar werden wollten. Das heißt, wir dann jetzt einmal probieren, ob wir es noch nachwürzen müssen. Ah, man kann da jetzt noch ein bisschen. Mit einem Spritzer Sojasauce. Und ein bisschen am hinten hin werfen. Drehen wir dann einmal um. Weil es soll ja trotzdem die Säure vom Sauerkraut im Vordergrund stehen. Dass ich nicht wieder wie aufregt, dass ich mir selben Löffel reinfahre, wo ich eh für mich selber koche. Da hatten wir schon alles. So. Für mich passt es. Dann richten wir jetzt an. Immer eine schöne Balance zwischen Kartoffel, Kraut und Suppe. Ihr könnt jetzt da natürlich auch noch Kohlrabi rein tun oder Karotten oder anderes Gemüse. Für mich passt das so. Ja, ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen und sage Baba, bis morgen. Freue mich, wenn ihr mal wieder zuschaut.